auf autozeitung.de. Mein Name ist Thomas Geige und heute bin ich unterwegs mit dem Survivor R, dem neuen Einsatzfahrzeug für Bundespolizei und Sondereinsatzkommandos. Dagegen ist selbst Abrahams Schoß eine Hochrisikozone. Mindestens 500.000 Euro teuer, 6,9 Liter Diesel. Jetzt gucken wir mal, wie dieses Auto fährt. Wie lange er von 0 auf 100 braucht, haben die Entwickler noch nicht ausgemessen. Aber mit den 1250 Newtonmetern geht ordentlich was voran. Und Tempo 100 für einen 13-Tonner, das ist auch nicht schlecht. Unter der Haube des Survivor steckt ein normaler LKW-Motor. Rein 6-Zylinder Diesel mit soliden 6,9 Litern Hubraum und 330 PS. Klingt nicht viel, hat jeder bessere BMW. Aber nicht mit 1250 Newtonmeter Drehmoment. So fühlt es sich an, wenn man in einem Tresor auf Rädern sitzt. Die Scheiben 10 cm dick, die Türen 200 Kilo Panzerstahl und außen drauf Schicht um Schicht, je nach Beschussklasse, Stahl oder Keramik, sodass hier wirklich nichts passieren kann. Jede Ritze ist abgedichtet, hier drin herrscht ein Überdruck, sodass Tränengas oder andere gefährliche Gase nicht hier reindringen können. Es gibt ein automatisches Feuerlöschsystem. Sicherer kann man wahrscheinlich nicht Auto fahren. Komfortabel geht natürlich anders. Wer hier hinten festgeschnallt ist, wie auf einer Achterbahn, dem geht es aber auch nicht um Komfort, sondern um Sicherheit. Und mit ABC-Schutzgerät und gereinigter Luft, Minenschutz am Boden und schusssicheren Wänden und Fenstern kann einem hier wirklich nichts passieren. Da kommt man selbst heil durch die Hölle. Wenn man sich erstmal an die Größe gewöhnt hat, fährt sich der Survivor ausgesprochen einfach. Klar, er ist nicht ganz so flott, schließlich muss man erst mal 13 Tonnen in Schwung kriegen. Und beim Bremsen braucht man ein bisschen Weitblick. Wobei, wenn man hier in die Eisen tritt, ist es, als würde man einen Anker werfen und man ist überrascht, wie schnell man dann doch zum Stehen kommt. Aber letztlich fährt sich das Auto wie ein bisschen großgeratene Mercedes G-Klasse. Was ziemlich überraschend ist der extrem kleine Wendekreis des Survivors. Das ist ganz geschickt, wenn man irgendwo in einer engen Innenstadt ist, bei einer Demonstration vorwegfährt oder sonst irgendwelche Aufgaben im dichten Verkehr hat, dann bleibt man relativ lange, relativ gut manövrierfähig. So, das war sie denn auch schon, meine Testfahrt im Survivor R. Wir leben in riskanten Zeiten, da ist es gut, wenn man sichere Autos hat. Schade, dass er so groß ist, dass er bei mir nicht in die Garage passt.